Ja, vielen Dank. Hallo. Grüß Sie. Ja. Ja, alle 4 Jahre regt sich der Wähler darüber auf, dass er im Wahlkampf angelogen wurde. Ist das nicht toll? Das ist doch wirklich süß. Und die Politiker sagen im Wahlkampf immer, der Wähler ist viel klüger, als man denkt und darf den Wähler nicht unterschätzen. Der Wähler ist so dumm, dass es wehtut. Das ist Schwachsinn. Der Wähler will immer angelogen werden. Wenn du dem Wähler vorher die Wahrheit sagst, wie die Grünen, wirst du abgewatscht. Der Wähler will das gar nicht. Der ist viel dümmer, als man sich das vorstellen kann. Kein Mensch will doch vorher die Wahrheit hören. Der Wähler wählt immer nach seinem Portemonnaie, immer opportunistisch. Und die Grünen haben das noch nicht gecheckt. Die kommen jedes Mal wie kleine Welpen an den Wähler gesprungen mit der Wahrheit. Das ist naiv. Und das ist wirklich goldig. Der Wähler möchte angelogen werden, damit er hinterher sich beschweren kann, dass er angelogen wurde. Das ist so ein Spiel, das ist so ein Muster, was sich alle 4 Jahre immer wiederholt. Und das wird medial unterfüttert. Man hat sich da verkeilt ineinander. Und die da oben, die machen sowieso, was sie wollen. Wir können eh nichts machen, ist eh alles egal. Wir denken immer abwechselnd, wird schon nicht so schlimm werden oder hat eh keinen Sinn mehr, ist eh alles schon zu spät. In beiden Fällen können wir auf jeden Fall so weitermachen wie bisher. Das ist so ein Freibrief zum Weiter-so. Und wieso sollten wir das anders machen als die da oben? Das ist so eine passive, komfortable Opferhaltung. Sehr bequem und das hält Jahrzehnte so schon an. Und je mehr Informationen wir haben, desto weniger tun wir, habe ich den Eindruck. Wir schwanken dann zwischen Wutbürger und Nichtwähler. Und unsere Promis, da kann man ja auch schon sehr schön sehen, wie Resignation funktioniert. Weil ja eh alles egal ist, macht Alice Schwarzer, eine Frau, die ihr Leben lang gegen Sexismus gekämpft hat, Werbung für die Bild-Zeitung. Und weil eh alles egal ist, macht Udo Lindenberg auch Werbung für die Bild-Zeitung. Ein Mann, der ein Leben lang gegen Heuchelei gekämpft hat, malt jetzt mit Eierlikör Männchen für Bild. Ist doch fantastisch, was vom Rocker übrig blieb. Ist toll. Ja, ich finde das super. Und weil eh alles egal ist, macht unsere TV-Prominenz Werbung für Nestle, Mediamarkt, RWE, Müllermilch, Ferrero, Zeitarbeit, Banken und Investmentfonds. Ich finde es bedauerlich, dass zurzeit ein Dutzend Fernsehkreative ihr gutes Image an McDonald's verkaufen. Und achten Sie mal drauf, das sind fast immer Grimme-Preisträger. Ist das nicht toll? Ja, es ist gut. Kaum kriegt man einen Preis für hohes Niveau, verliert man es. Das ist fantastisch. Zack, am nächsten Tag. Warum? Ja, warum? Das ist doch schade. Warum machen die das? Haben die Geldmangel? Lassen Sie uns doch einen Spendenfonds einrichten für notleidende Grimme-Preisträger. McDonald's, man weiß doch, was McDonald's ist. Und kann ja sein, vielleicht weiß Christian Ulmen nicht, was McDonald's ist, aber dann kann man das doch googeln. Da gibst du McDonald's ein und dann kommt da eine Latte. Ja, ein Hamburger verursacht $200 Umweltfolgekosten. Von Getreidespekulationen und verhungerten Kindern ganz zu schweigen. Und wir tun hier immer noch so, als wäre Fleischessen Privatsache. Und die anderen werden als Heulsusen und Gutmenschen verspottet. Das sind die Doofen, von denen lassen wir uns doch nicht maßregeln. Wer sind wir denn? Das sind die Doofen von Greenpeace zum Beispiel, die zurzeit für unser gutes Gewissen bei Putin im Gefängnis sitzen, während unsere Kulturelite seit Jahren feixend Geschäfte mit den Großkonzernen macht. Das funktioniert. Die Leute geben ihre Privatsphäre bei Facebook ab, lassen sich ohne zu zucken am Flughafen wie potenzielle Verbrecher behandeln, akzeptieren biometrische Personalausweise, aber einen fleischfreien Tag in der Kantine findet man totalitär. Was? Was ist los? Die Leute gucken halt nur auf ihren eigenen Teller. Über den Tellerrand kommt man immer kaum nicht hinaus. Hauptsache, ich habe Fleisch. Und seit Jahrzehnten sehen wir uns gemeinsam an, wie dafür der Regenwald gerodet wird. Die Einheit wird mittlerweile in 35 Fußballfelder pro Minute angegeben. Das ist pro Tag eine Fläche von Köln. Das ist totalitär und nicht ein Veggie-Day. Unser Umgang mit der Natur ist das Totalitärste, was man sich vorstellen kann. Aber man klammert sich an das Schnitzel wie der Ertrinkende ans Senkblei. Erstaunlich. Warum?
Der Mensch ist die Dornenkrone der Schöpfung. Vielleicht ist ja tatsächlich alles zu spät, aber die Frage ist doch, wann gehen wir unter? Wer und wie viele von uns? Übermorgen oder 2050 oder erst im übernächsten Jahrhundert? Das ist doch ein Unterschied. Das ist doch nicht egal. Lassen Sie uns Zeit gewinnen. Die Zyniker, die Apokalyptiker, die Traditionalisten und die Resignierten, die schicken wir mit ihrer Currywurst und ihrem Eistee einfach in die Wüste. Jagen wir die Lobbyisten aus dem Reichstag, wie Jesus damals die Händler aus dem Tempel gejagt hat. Aber lassen wir doch das mit den Sündenböcken. Es sind doch nicht die Banker und die Bischöfe. Das sind alles wohlfeile Ablenkungsthemen. Vergessen wir die schlechten Vorbilder. Es geht doch um uns selbst. Lassen wir uns ins Gewissen reden, solange wir noch eins haben. Yes, we can, das ist doch ein alter Hut. Klar können wir es. Wir wissen auch alles. Aber wir müssen halt endlich mal anfangen, es auch zu tun oder es zu wollen wenigstens. Einfach nur zu wollen, reicht ja schon. Ändern wir unser Leben. Fangen wir endlich an, unsere Macht als Konsumenten auch zu nutzen. Wir sind viele. Wir sind die 99%. Das können wir schaffen. Kaufen wir unseren Enkeln keine iPhones und Fischstäbchen. Kaufen wir uns lieber Zeit.